Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Nach dem Essen geht es ums Essen. Genau, ich sage vielleicht noch ein bisschen was dazu, wie ich ausgerichtet bin oder zu mir und wie ich jetzt zu diesem Thema gekommen bin. Das ist ein mehr oder weniger neues Thema für mich. Ich komme ursprünglich aus der Wissenschafts- und Technikforschung und habe mich mit der digitalen Wissenschaftskommunikation beschäftigt zu Themen wie Klimawandel und Krebs und solchen Sachen. Und ich bin an die Hochschule Fulda gewandert sozusagen und arbeite in einem Fachbereich für Ökotrophologie. Ja, und mich hat immer sehr, sehr stark das Thema Desinformation interessiert. Und das Thema Desinformation ist auch ein wichtiges Thema in der Ernährungswelt. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, das ist jetzt quasi ganz neu, ganz explorativ, ganz stark Work in Progress zum Thema Ernährung auf TikTok. Das mache ich auch nicht allein. Ja, da arbeiten wir verschiedene Studierende arbeiten da mit mir. Wir haben zum Beispiel eine TikTok-Gruppe. Wir haben auch Gruppen zu anderen Projektgruppen, zu anderen Social-Media-Kanälen, zu Instagram und so weiter. Aber speziell diese Studierenden haben sich auch sehr stark mit Ernährung auf TikTok beschäftigt. Die betreiben auch quasi so ja, explorativ einen TikTok-Kanal, der heißt Nutriful.da. Ja. Und quasi die Idee ist, dass wir nicht nur das Frontend, sondern auch das Backend quasi so ein bisschen Einblick bekommen. Also die weisen mich darauf hin, dass die Filter, die TikTok zur Verfügung stellt, dann eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel zum Thema Fleisch gibt es sehr wichtige Kontroversen, welche Filter man wie einstellen muss, dass man den Content, den man zur Ernährung postet, dann auch so findet. Aber das nur so viel quasi zur Einführung. Wie gesagt, das ist alles noch ganz explorativ und in Progress und wir benutzen da verschiedene Mixed Methods sozusagen, Walkthrough und Ethnografien und Inhaltsanalysen. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt einfach mal ganz allgemein einen Überblick über dieses Thema Ernährung auf TikTok zu geben, weil es bisher auch erstaunlich wenig dazu gibt. Ja. Auch von den Kategorien her. Also Essens-Content ist auf allen Social-Media-Plattformen sehr, sehr groß. Das ist bei Instagram auch so, ist bei YouTube auch so. Und es geht in alle möglichen Richtungen. Da gibt es spezielle Essensformen, spezielle Rezepte und so weiter. Es ist gar nicht so leicht, das irgendwie sinnvoll zu kategorisieren. Fair ist es, glaube ich, schon, dass man sagt, okay, Kochen und Rezepte sind irgendwie wichtig, ja, und zwar auf ganz vielen verschiedenen Plattformen. Wenn man sich jetzt aber mal Kochen oder Rezepte auf YouTube, also es ist immer so ein bisschen meine Vergleichsfolie, da kenne ich mich halt am besten aus, im Vergleich zu TikTok anschaut, dann findet man auf YouTube wesentlich längere Formate. Da wird ganz genau erklärt und so weiter. Und auf TikTok ist es zum Teil extrem komprimiert. Ich zeige gleich mal ein Beispiel. Und es gibt natürlich sehr viel und manche gehen halt viral. Ja, ich möchte nur das zum Beispiel linke Beispiel verweisen vom Sternekoch Emanuel. Das war ein 13-jähriges Kind, das dieses Video gepostet hat. Der kocht Ciboretti und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass gerade seine Mutter gestorben ist. Und das war ein Rezept von seiner Mutter und er unterhält sich während dem Kochen noch mit der verstorbenen Mutter und sagt dein Rezept und so. Und es wurde belohnt. Ja, das ist halt sehr emotional. Das ist noch so was Besonderes. Es ist auch ein gutes Kochvideo. Man kann verstehen, wie das funktioniert. Und es haben 15 Millionen Leute angeschaut, weil es eben diesen speziellen, sag ich mal, emotionalen Winkel hat. Ich zeige jetzt einfach mal eins als Beispiel. Hier mal bitte auf Ton- und Bildebene achten. Zack, zack, 59 Sekunden, komplexes Gericht. Aber Sie haben gemerkt, dass ganz viele Schnitte drin, ja, ganz viele, sehr, sehr schnell geschnitten. Der Ton markiert quasi immer die Schnitte. Also man muss es eher, man macht es eher am Hören wie am Sehen, wie die Übergänge sind. Ja. Und ich habe
die zwei rausgesucht, weil ich Hintergrundinterviews mit den beiden gelesen habe, darum weiß ich ein bisschen mehr. Der eine sagt, Emanuel, wenn er so ein Kochvideo macht, das geht auch typischerweise immer 60 Minuten oder 1,5 Minuten oder so, und der braucht ungefähr zwischen 5 und 6 Stunden, und der andere sagt, er braucht schon 8 Stunden oder mehr für diese 59 Sekunden Content. Ja. Wenn man sieht, wie viele Schritte da drin sind. Und es ist trotzdem, man braucht eine gewisse Kompetenz, um das nachkochen zu können, glaube ich. Man muss wissen, wo die ganzen, wie das funktioniert. Und bei YouTube wurde wahrscheinlich jeder Abschnitt einzeln erklärt. Ja, also das meine ich damit. Es wird halt, es ist viel komprimierter, viel schneller. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit TikTok, wenn man jetzt auch bis zu 10 Minuten lange Videos hochladen darf? Ob sich dadurch so ein bisschen der Style auch verändert? Okay, das war jetzt mal so ein erster Einblick. Interessant ist, dass die Ernährungswissenschaft, ja, die Ernährungsumschau ist wahrscheinlich die wichtigste deutschsprachige ernährungswissenschaftliche Zeitschrift, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die hatten in der Oktoberausgabe TikTok als Covermotiv sogar. Es war ein Artikel drin, der auch empfehlenswert ist, aber der ist natürlich aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive geschrieben. Das bedeutet, der ist zu einem gewissen Grad normativ, wird da eingeordnet, was ist gutes Essen und was ist nicht so gutes Essen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Das ist legitim und hilfreich natürlich, ja, aber es fehlt aus unser aller Sicht dann, es ist nur eine Facette und es fehlt so ein bisschen die Kultur, die soziale und die geisteswissenschaftliche Reflexion von Ernährung auf TikTok. Nichtsdestotrotz quasi das Argument in diesem Artikel ist, ja, also Ernährung ist natürlich sehr, sehr präsent, sehr, sehr reichweitenstark, aber eben nur eine bestimmte Form von Ernährung. Ernährung, die Wissenschaft, die visuell zum Beispiel sehr, sehr stark ins Auge springt, die besonders bunt ist, oder so Sachen, die emotional markiert sind, wie dieses Beispiel, das ich am Anfang erwähnt habe, oder Humor kann auch eine sehr ein guter Marker sein, ja, dass eben sehr, sehr lustige Kochvideos sehr, sehr stark verbreitet waren. Aber von den Hashtags von Gerichten sind die weit verbreitet, die eher ungesund sind. Fast Food, Süßigkeiten, Pizza, Burger und solche Sachen. Oder schnelle Gerichte von mir aus. Ja. Also das ist so ein bisschen so ein zwiespältiges Fazit dieses Artikels. Ist eine gute Basis, da kann man drauf aufbauen, aber es bräuchte natürlich noch wesentlich breitere Herangehensweise, die gibt es bisher noch nicht. Ja. Also, wie gesagt, es ist nicht möglich, innerhalb von diesen wenigen Minuten oder von mir aus auch innerhalb von einem Semester oder zwei quasi den Ernährungskontent auf TikTok in irgendeiner Form sinnvoll zu klassifizieren. Man kann aber schon sagen, es gibt so bestimmte Formate und Trends, die eben auf TikTok besonders gut funktionieren. Also Veganismus ist quasi so ein Trend, beziehungsweise insgesamt das Spektrum zwischen Fleisch und Nichtfleisch, sage ich. Das wird sehr, sehr stark thematisiert und es ist zum Teil auch sehr, sehr stark politisch aufgeladen. Also quasi so Food-Aktivismus dahinter in alle möglichen Richtungen. Das wäre vielleicht das linke Bild. Das andere ist natürlich eher so ein bisschen, sag ich mal, Fun- und Entertainment-Element. Das sind Challenges. Ja. Also isst besonders würziges, scharfes Essen. Ja. Und dann, manche Leute können das scheinbar essen. Ja, der hier trinkt zum Beispiel einfach Tabasco-Soße wie und isst Japanello Peppers und so weiter und verzieht keine Miene dabei, und andere waren halt knallrot und schwitzen und so. Also das ist dann irgendwie lustig anzugucken oder vermeintlich lustig, was die Reaktionen auf bestimmtes Essen sind. Wer hat schon mal von ASMR gehört? Okay, ich dachte, ist vielleicht jetzt bekannt mittlerweile. Das ist zum Beispiel auch so ein Trend. Da geht es sehr, sehr stark darum, auch Essensgeräusche mit aufzunehmen. So ein bisschen wurde das auch in diesem Kochvideo deutlich, ja, dass man halt, das wird nicht kommentiert. Also es gibt natürlich auch welche, die kommentieren, zum Beispiel durch bestimmten Dialekt oder sowas. Ja. Das ist dann ihr Signature-Element in dem jeweiligen Video. Aber viele machen es halt auch stumm und sagen halt gar nichts. Und natürlich spielt Musik auch eine Rolle bei vielen Koch- und Essensvideos, das eben positive, glückliche Stimmung erzeugt wird und so weiter. Das gibt's alles auch. Aber bei ASMR geht es insbesondere anscheinend darum, diese Essensgeräusche, Kaugeräusche, Schmatzgeräusche mit ganz sensiblen Mikrofonen mit aufzunehmen. Und manche Leute behaupten, dass es in ihnen halt so ein starkes Wohlbefinden auslöst. Bei mir funktioniert es nicht, aber ja, es ist feststehend sozusagen. Ein anderes Phänomen, das auch sehr interessant ist, ist dieses Mukbang-Phänomen. Das haben wahrscheinlich auch die meisten schon mal gehört. Das ist so ein
Trend, der aus Korea kommt. Mukbang heißt übersetzt Eating Broadcast, Essenssendung. Und da essen Leute halt vor der Kamera und zum Teil extrem viel. Ja, und andere Leute gucken anderen Leuten beim Essen zu. Und es gibt dann auch so, ja, Mukbang-Influencer letzten Endes, die leben davon, die werden dafür bezahlt, dass sie für andere essen. Denen kann man auch Spenden schicken mit dem Wunsch, kannst du für mich bitte das essen? Ja, und dann machen die das letzten Endes. Und es wird von verschiedenen Psychologen thematisiert und die sagen dann zum Beispiel, das hat, naja, unter anderem mit Einsamkeit zu tun, ja, also insbesondere im Corona-Kontext, dass die Leute dann allein zu Hause gegessen haben und dann haben sie sich quasi einen virtuellen Esspartner gesucht, der virtuelle Tischgemeinschaft. Und also Journalisten gehen so weit, dass sie sagen, es gibt jetzt Restaurants in Südkorea, wo es tatsächlich so abgeteilte wie Telefonzellenabteile gibt, wo man allein drin sitzt, wo man nur Mukbang-Videos beim Essen anzuguckt. Ja, dass man ungestört diese virtuelle Tischgemeinschaft weiterleben kann. Also sowas gibt es. Und der Hammer ist halt, es wird sehr, sehr stark nachgefragt. Viele, viele Millionen Views. Ja. Ein lustiger Einstieg ist vielleicht mein Freund Batman. Der verkleidet sich zum Beispiel als Batman und isst einfach alles Mögliche. Und das schauen sich Millionen von Menschen an. Ja. Das ist natürlich sehr irgendwie interessantes Phänomen, sage ich. Okay, und hier wird es dann langsam gruselig und spätestens jetzt sollte ich anfangen, eine Triggerwarnung auszusprechen. Hier geht es jetzt zum Beispiel um extreme Food-Trends, ja, da gibt es alles Mögliche. Also was mir und was unserem Team aufgefallen ist, war halt quasi Verzehr von Bushmeat, ja, dass man zum Beispiel Fledermaussuppen kocht, ja, weil eine der Erklärungen, wo das Ebola, das Coronavirus ja eventuell herkommen könnte, war eben durch den Verzehr von Fledermäusen und es waren halt einfach Fledermäuse gekocht und so. In Form von Suppen oder zum Beispiel Ebola gibt es ja verschiedene Thesen, dass es halt auch vom Busch mitkommt, von wilden Tieren aus dem Dschungel und dann werden halt Affen geschlachtet und man kocht aus den Affenköpfen Suppe und sowas. Es gibt es alles auf TikTok. Und es gibt einen Trend und wie gesagt, Triggerwarnung, wenn Sie Probleme haben, es ist ein grausames Video, da waren Tiere lebendig verspeist jetzt, ja, und wenn Sie Probleme mit Spinnen haben, am besten jetzt nicht hingucken, aber ich wollte es einfach mal zeigen, sowas geht auf der Plattform, das wird nicht reglementiert, auf YouTube wird es nicht gehen, weil es einfach grausam gegenüber den Tieren ist und ja, also 20 Sekunden. Also nur mal so als eins, sowas gibt es viel, ja. Leute essen alles Mögliche, essen Oktopus, essen Schnecken und das gibt es eben auch in der Form von Challenges, ja, dass man sagt, traust du dich, dieses Lebensform zu essen? Oder ganz viel Gehirn essen zum Beispiel, ja. Köpfe aufmachen von Tieren und das Gehirn essen, ist auch so ein Trend. Also das ist quasi aus ernährungswissenschaftlicher Sicht nicht gut, da kann man sich unangenehme Krankheiten einfangen, so einfach als Beispiel. Ja, okay, jetzt aber wieder ein bisschen allgemeiner. Da mein Hintergrund in der Wissenschaftsforschung, die Frage nach Expertise über Essen und Ernährung. Ich habe geschrieben, I have not to crack zum Thema Ernährung, weil das ist es aus einer gewissen Sicht wirklich, weil es gibt schon in der Ernährungswissenschaft ganz viele Expertisen zum Thema Ernährung und relativ wenig Konsensus, ja, was der Fall ist, was ist denn wirklich gesunde Ernährung. Ja. Und es gibt ganz viele Ernährungswissenschaftler, aber es gibt halt auch die Ernährungsökonomie und die Ernährungspsychologie und die Ernährungssoziologie. Das sind alles irgendwo auch Expertisen zur Ernährung, aber also aus verschiedenen Richtungen. Jetzt sollte uns natürlich interessieren, welche Expertise über Essen und Ernährung wird abgebildet auf TikTok. Ja, weil man möchte ja eigentlich ja vielleicht auch gut beraten werden von Leuten, die sich da gut auskennen. Und zum einen gibt es den einen oder anderen Wissenschaftsjournalist ganz links auf der Seite. Dann gibt es so verschiedene Ärzte halt oder Biomediziner, sage ich mal, immer erkennbar. Man hat es auch in anderen Videos schon gesehen, am Stethoskop um den Hals, was im realen Leben kein normaler Arzt tragen würde. Es ist jetzt einfach so ein Insignium, meistens auch mit weißem Kittel. Ja? Also Vergleich, Darstellung des Wissenschaftlers in Filmen oder so. Weiße Haare, weißer Kittel und so, ja. Oder halt in dem Fall die Amerikaner, die haben noch so eigene OP-Mützchen auf. Daran kann man auch beweisen, dass man eine biomedizinische Expertise hat und so weiter. Und die reden dann aber meistens über ganz spezifische Sachen, ja. Der
die Proktologin redet dann zum Beispiel über Darmgesundheit. Wir haben uns gerade über den Darmflora-Donnerstag unterhalten, ist anscheinend so ein Ding, ja, wo man sich über spezifische Ernährung unterhält darüber, was gut für meinen Darm ist. Ja. Macht ja Sinn, aber ist halt nicht alles. Ja. Dann sagt der Zahnarzt, was muss ich essen, dass ich gute Zähne habe? Und dann sagt die Dermatologin, was muss ich essen, dass ich eine gute Haut habe? Und dann sagt der Neurologe, was muss ich essen, was ist gutes Brain Food, ja, dass mein Gehirn gut funktioniert. Aber so eine übergreifende Ernährungsexpertise findet man ganz, ganz selten. Und ich habe zum Beispiel, oder wir haben nur eine einzige Ökotrophologin auf die Schnelle gefunden, die in irgendeiner Form hier präsent ist. Die versuchen zum Beispiel so eine umfassende Ernährungsexpertise abzugeben. Okay, aber ehrlich gesagt, man muss selbst, also nach denen muss man suchen. Die spült mir nicht unbedingt mein Algorithmus, mein Feed auf diese Seite für mich, sondern die Realität sieht so aus, ja, wenn ich so nach Ernährungsexpertise suche, dann kommen alle möglichen. Dann kommt zum Beispiel der ganz links, der hat zwar irgendwie was mit Ernährung studiert, ist aber gleichzeitig Heilpraktiker und vermischt dann so quasi so seine Sichtweise, also das ist, da wären viele Ernährungswissenschaftler unglücklich. Dann natürlich alte Leute, die alte Rezepte kochen. Klar haben die Expertise, die wissen ganz genau, wie man das macht, die wissen und so weiter. Dann der dritte ist ein Chefkoch. Ja, natürlich hat er Expertise zum Thema Ernährung und Kochen. Ja, ist ja klar, dass er weiß, wie man, welches Essen gut schmeckt und wie man das gut zubereitet. Dann vielleicht die vierte und fünfte, das ist quasi so Embodied Expertise. Ja. Die beweisen quasi dadurch, dass sie zum Beispiel besonders schlank oder besonders fit sind, dass sie sich gut ernähren und die geben dann quasi den Ernährungsadvice, wenn du dich so ernährst wie ich, dann ist das Versprechen in der Luft, dann wirst du auch so aussehen, ja, dann bist du auch so schlank und fit und so weiter. Oder dann gibt es natürlich Leute hier, Farmers Market, ja, natürlich Landwirte haben auch eine Expertise quasi, wann ist gutes Gemüse, wie wurde das angebaut. Dann natürlich Food-Aktivismus, wie zum Beispiel die militante Veganerin, falls die schon mal jemand über den Weg gelaufen ist. Also solche Akteure, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum und es ist nicht wissenschaftliche Expertise, die da abgebildet wird, sondern all kinds of, sage ich mal. Ja. Okay, die Zeit neigt sich zum Ende. Also damit wollte ich nur sagen, bei Instagram, da weiß man ziemlich genau und das wussten auch die Akteure selbst quasi, die Forschung, die selbst betrieben haben, wissen wir durch die Facebook-Papers, dass die quasi sehr, sehr schlecht für Körperbilder von jungen Menschen sind und quasi da ein ordentlicher Druck ausgeübt wird und dass vieles davon zu Essstörungen führt. Die Essstörungen, um die es da geht, sind meistens Anorexie, also Magersucht, Bulimie, also quasi, dass man das Essen unterbricht, wenn man es gegessen hat, so Binge-Eating und so. Und jetzt gibt es auch eine neue Essstörung, und zwar Orthorexia nervosa. Das ist quasi die Obsession mit gesundem Essen. Ja. Und man wird dadurch krank, dass man sich zu sehr mit gesundem Essen beschäftigt, ja, und sich immer fragt, ist das noch gesund? Und die Papers, die dazu veröffentlicht werden, die deuten zumindest einen sehr, sehr starken Zusammenhang mit jeglicher Form von Social-Media-Konsum an. Das trägt so sowas bei. TikTok ist jetzt da nicht namentlich erwähnt, aber zum Beispiel die Studierenden in meiner Gruppe, die haben sich Körperbilder angeschaut. Ja, die, also jetzt gerade in puncto mit Ernährung und man muss sagen, die gehen schon in eine bestimmte Richtung. Also man findet schon so einen bestimmten Typus, dass die männlichen Creator, die da unterwegs sind, auch so zu Ernährungsadvice überdurchschnittlich oft muskulös sind und es wird auch betont. Und die Frauen sind halt oft sehr, sehr schlank, zwar fit und so, aber halt sehr schlank. Und es geht oft über natürlich dann auch, das wollte ich jetzt nicht zeigen, in so leicht sexualisierte Darstellungen auch. Das ist die Kombination von bestimmten Körpermerkmalen mit Blicken und so weiter. Das gibt es natürlich auch. Und kann, glaube ich, auch sehr problematisch sein und auch Forschung, die jetzt schon publiziert wurde hier von den Kollegen Force One 2022, die haben es eben relativ genau empirisch untersucht und die sagen auch, dass die Körperbilder, die sind alle weight-normativ. Ja. Da wird ein Druck ausgeübt, welches das korrekte Gewicht ist, ja, typischerweise. Und das sind Frauen und junge Frauen in der Regel mehr von betroffen als Männer. Männer waren ja teilweise so ein bisschen unter Druck gesetzt, der jungen Männer sollen halt sehr, sehr muskulös sein, zum Beispiel.
Wenn man sich das anguckt, ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis einem der Algorithmus dann diese Dinger empfiehlt, ja, Ernährungsergänzungsmittel, die man nehmen soll, dass man eben muskulös oder fit wird. Und die sind zum Teil, also die Dosen, die da vorgeschlagen werden, die sind zum Teil absurd. In dem linken Video wird zum Beispiel erklärt, wie man seinen Kopf halten muss, dass man so eine ganze Handvoll Tabletten so runterkriegt, ohne dass man dabei erstickt. Und die kann man auch dann gleich bestellen. Also immer bestellen links unten drunter. So, also das ist halt so ein kommerzielles Element und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, Lebensmittelmarketing. Ja? Es gibt in Deutschland eine Food-NGO, die heißt Foodwatch und die haben vor kurzem, vor 2 Jahren glaube ich, 21 diesen Junkfluencer-Report ins Leben gerufen und da erforschen sie quasi, wie Influencer, die halt einen speziellen Zugang zu jungen Leuten haben, dafür bezahlt werden, um eben insbesondere Junkfood und Süßigkeiten unter die jungen Leute zu kriegen, sozusagen. Ja. Und das findet man eben auch, das haben wir auch sehr oft gefunden, dass sich Leute zum Beispiel als Brand Ambassadors quasi sagen, okay, ich persönlich, ich finde Burger King super und dann die Produkte in die Kamera hält und da wird auch zum Beispiel in der Literatur, da gibt es tatsächlich auch schon was darauf hingewiesen, das gibt es einfach. Das ist dokumentiert, dieses Phänomen. Ja, Zeit rennt, muss ich ein bisschen schneller machen. Und es gibt eine ganz spannende Studie hier, wo die vergleichen, wie viel von solchen Sachen es gibt auf TikTok, YouTube und Instagram. Und man sieht einfach in dieser Tabelle, oder vielleicht kann man es auch nicht sehen, das Resultat ist auf jeden Fall, dass man auf TikTok sogar mehr solche gebrandeten Produkte findet als auf den anderen beiden. Was ein bisschen überraschend ist, weil gerade Instagram halt auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal fürs Food-Marketing war. So, und spätestens hier wird es ganz problematisch, ist auf YouTube schon ein großes Problem, Kidfluencer, ja? Also Child-Influencer, dass man Kinder dafür einsetzt, um entweder anderen Eltern oder auch insbesondere anderen Kindern Produkte, Spielzeuge, aber halt auch sowas wie Süßigkeiten und Junkfood schmackhaft zu machen. Und man muss nicht lange suchen, ehrlich gesagt, auf TikTok und man findet auch sowas. Ja? Also das würde ich als sehr problematisch einordnen. Ja, es gibt jetzt zu diesem Thema digitale Medien und Essen und Ernährung gibt es schon auch ein bisschen Literatur, auf der man sehr gut aufbauen könnte. Keine von diesen Studien bezieht sich aber bis jetzt auf TikTok. Ja. Ich wollte hier so ein bisschen die Lanze dafür brechen. Ich glaube, man bräuchte das mehr. Es ist ein sehr, sehr relevantes Topic. Wir müssen alle essen und viele haben TikTok auf ihrem Media Diet, wenn man so will. Ja. Also es würde Sinn machen, dass man mehr darüber weiß, wie dieses Thema Ernährung und Essen auf TikTok abgebildet. So, und jetzt bin ich schon fast am Ende. Ich wollte noch kurz schamlos Werbung machen, aber vielleicht auch schon den Übergang zum nächsten Thema herstellen. Ich durfte bei 2 anderen Publikationen mitwirken. Ich dachte, das passt ganz gut hierher. In einem geht es noch um das Thema Wissenschaft, also Science, Naturwissenschaft auf TikTok. Und bei dem anderen geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und da ist schon die Überleitung zum nächsten Thema. Ja, vielen Dank.